Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Geometry Dash. Ich habe gerade eben noch Angry Birds Action aufgenommen und jetzt spielen wir Geometry Dash. Ich gehe gerade mal in mein Level rein, The Hell. Bisschen lauter. Ja, ihr habt jetzt gerade also die Unity gehört. Ich hoffe, dass ich jetzt das Video nicht gesperrt wird. Ich kann es euch mal unten und in der Videobeschreibung ist dann der Song drinne. Und ja, ich kann euch gerade mal zeigen, wie ich das mit diesem Hoverboard gemacht habe. Also, das ist eigentlich ganz leicht. Ihr müsst einfach, wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Also ihr müsst einen Block nehmen. Zack. Ja, warte mal. Doch ein Block. So. Hier ist da Position. Da müsst ihr einen Move-Block nehmen. So nicht. Ein Move-Block hier hinsetzen. Da müsst ihr das Edit Group machen. Hier auf 1. Hier macht er erstmal 100. Hier ist ja egal. Und hier Move Time ist ganz wichtig, dass ihr sie auf 5 oder so macht. Ist eigentlich egal. Ich mach's mal hier. Und ja. Dann müsste es, glaub. Nee. Achso, ja. Ist auch ganz wichtig, dass ihr die Blöcke. Auch auf 1 macht. Auch nicht. Hä? Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Edit. Dann glaube ich. Ja. Ihr müsst den Move-Block auf 1 stellen und die Blöcke hier auch. Und wenn ihr den Move-Block dann auf. Keine Ahnung. Schneller. So. Ja, noch ein bisschen schneller. Also es ist eigentlich ganz leicht. Ist immer noch so lang. Wieso ist die Scheiße so langsam? So, 10. Ist es zu langsam? Oder Move Time. Jo Leute, ich hab's rausgefunden, wie es geht. Ihr müsst einfach nur. Also ich hab's immer auf richtig schnell gestellt. Oder ne, ich kann es mal so machen. Und ich hab das Ding auf 1,29 gestellt. Dann. Jetzt klappt's. Und ja, das war's eigentlich mit dem Ding. Ne, das war's noch nicht. Nein. Mit deinem Mutter-Level können wir auch noch mal sehen. So. Hier Move 1 und ja, es ist einfach richtig gut aufgebaut. Und ich versuche jetzt auch noch euch zu zeigen, wie man das die Blöcke nach oben verschieben kann. Das geht bei mir auch irgendwie. Irgendwie. Ja. So, dann. Glaube ich jetzt mal. Move. Dann Edit Object. Ich mache wieder 1. Dann sicher muss man die Blöcke auch wieder editen. So. Nee. So, Edit Group. Add. Jetzt glaube ich. Ach, scheiße. So.
Editen den mal wieder. Dann 100, glaube ich. Nein! Es geht! Ich bin schlau! Also, wenn es hochgehen soll, müsst ihr Move Y. Und wenn es nach zur Seite gehen soll, muss es Move 100, also jetzt so. Jumm, Mist. Ich bin zu langsam. So. Ui, Alter. Es ist einfach richtig geil. Ich kann es auch hier nochmal zeigen. Mit dem Flugzeug. Dem Flugzeug. Hui. Also, ja. Einfach die Ü-Achse nach 100, dann geht's hoch und dann. Also, ich zeig's dir nochmal. Wenn ihr die Move Y 100 macht, dann geht's hoch und X, dann geht's zur Seite. Also so. Und so. Und ja, das war ein kleines Infovideo. Und man sieht.